Zum Wochenende gibt es ja meist viel Verkehr auf unseren Straßen. Friedrichsthal wird am Morgen zwischen 15 und 17 Uhr gewiss eine Ausnahme bilden, denn viele der 13.000 Bürger dieser Stadt werden um diese Zeit vor dem Fernsehapparat sitzen. Der Anlass: Friedrichsthal gibt seinen Einstand beim Spiel Ohne Grenzen und wird dabei ein bundesweites Publikum in der ARD haben. Über die oft ziemlich strapaziösen Vorbereitungen zu dieser Veranstaltung, die doch eigentlich ein Spiel sein sollte, einige Informationen von A.C. Schmidt. Start zur Vorentscheidung im internationalen Städteturnier Spiel ohne Grenzen morgen auf dem Sportplatz Kränchen in Lahnstein. In dem Wettbewerb stehen sich die Mannschaften aus Lahnstein, Sobernheim, Bad Ems, Weilburg und Friedrichsthal-Saar gegenüber. Friedrichsthal, anno 1969 mit Stadtrechten versehen, weiß, es steht einiges auf dem Spiel. Und so standen die Vorbereitungen unter dem Motto: ohne Fleiß kein Preis. Aber tat man da nicht bisweilen zu viel des Guten? Dazu der Bürgermeister. Es sollte ja ein Spiel sein, aber ich habe doch mitunter den Eindruck, wenn ich ehrlich sein darf und wenn ich sehe, mit welcher Akribie und welcher Intensität meine Leute da sich einsetzen, dass es vielleicht doch etwas mehr als ein Spiel sein könnte. Und ab geht die Post. Zweimal wöchentlich stand seit Wochen hartes Konditionstraining auf dem Vorbereitungsprogramm in Friedrichsthal. Man übte sich in Schwerarbeit sozusagen in allen regulären und neu erfundenen Spiel- und Sportdisziplinen. Auch hier waren der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Nur Wasserspiele und Schmierseife ließ man aus. Der Wettkampf in Lahnstein soll schließlich noch eine Überraschung bieten. Ansonsten tat man so gut wie alles, um am Spieltag fit zu sein. Ob es noch Spaß an der Freude ist oder übertriebener Eifer, der Trainer, die Betreuerin und einer aus der Mannschaft meinen: das kann man wahrscheinlich nicht sagen. Ich würde also sagen, es ist zwar schon ein ernsthaftes Training, aber es macht doch mehr, überwiegend ist doch der Spaß an der Freude, und wir nehmen es also nicht so ernst, wie das im bezahlten Sport der Fall ist. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir mit unserer Mannschaft dabei sein können und werden uns noch mehr freuen, wenn wir weiterkommen, aber es wird trotzdem als Spiel aufgefasst. Ich glaube, bei uns ist immer noch Spaß an der Freude, auch wenn die anderen das vielleicht ein bisschen tierisch ernst sehen. Mir macht doch Spaß. Und wir freuen uns, dass wir da mitmachen dürfen. Trotzdem will man weiterkommen, will mit Sieg oder Platz in Lahnstein in die internationale Spiel ohne Grenzenliga aufsteigen. Das heißt, so viele Punkte sammeln, dass man in Italien, Belgien oder Jugoslawien mit von der Partie sein kann. Die Friedrichsthaler Aktiven, vier junge Damen und acht Herren, wollen die Hürde Lahnstein mit Schwung angehen. Morgen wird es sich zeigen. In Friedrichsthal sieht man den Dingen, die da am Samstag kommen werden, mit der Ruhe und Gelassenheit einer rotierenden Kreissäge entgegen.